So, und da sind wir dabei einer kleinen Runde Yu-Gi-Oh! Death Pro. Hallo. Mit ihm. Jo, mit mir. Ich habe mir das jetzt endlich auch mal wieder installiert. Kurze Information, die ganzen Decks, die ich mal hatte, habe ich nicht mehr. Deswegen habe ich jetzt gerade nur... Warte mal, haben wir auf deinem Kanal jemals ein Video dazu gemacht? Wir hatten 3 Videos, die okay. Nie freigeschaltet wurden. Alles klar, dann muss ich auch nichts erklären, warum ich jetzt nur das eine Deck hier habe. Ja, aber es lag daran, dass ich immer meine Decks vorstellen wollte, die ja super toll waren, aber wir haben nie was hingekriegt und dann habe ich immer 3 Mal gegen dich gekämpft und dann, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, machen wir neu. Okay. Immer sowas. Wir machen ein Match, oder? Machen wir ein Match? Meintest du nicht, wir machen ein Match? Ich habe gesagt, wir machen wohl 2 Duelle. Ach so, okay. Da können wir uns doch andere Decks dann aussuchen dann. Wie gesagt, ich habe gerade nur ein Deck, weil ich mir das Spiel gerade erst wieder installiert habe. Ja, ich muss jetzt immer Decks nehmen, wo ich gegen sein Deck ganz gut bin, aber leider habe ich da nur mein gewisses Deck. Gut, ich habe jetzt Dunkle Magier. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie man das spielt. Chimera-Tech Festungsdrachen vermutlich. Ich habe keinen drin, ne. Oh, direkt gute Musik, ich habe gewonnen. Gegner fängt an. Weißt du, das ist halt wirklich so ein toller Moment, wenn man bei Schere, Stein, Papier in Yu-Gi-Oh! Gewinnt. Weil das ist das halbe Spiel. Und das ist nicht mal gelogen. Denn es gibt Leute, die in der ersten Runde direkt gewinnen können. Gutes Beispiel dafür wäre ja hier ein gewisser Herr Wollenlord, der das tatsächlich bei mir gemacht hat. So. Okay, cool, dass ich das kann. Dann mache ich das mal, ne? Ich will dir mal was zeigen. Was? Ja, was? War klar, dass die da liegt. Ach, nur weil ich die da immer liegen habe und weil ich sie gerade auf die Hand genommen habe. Lässt du mich dann mal? So. Guck mal, wer da liegt. Ich kann seinen Effekt nicht machen, weil der erst während der Endphase geht. Aber dann könnte ich halt die Zauberkarte zurückholen und das mit dem nächsten Magier nochmal machen. Ich glaube, das ist dumm, aber ich mach's. Machen wir so. Weil ich muss den erstmal aufs Feld kriegen, dann kann ich das einsetzen und dann kann ich das alles wegmachen, das ist das Gute. So. Da passiert nichts, wenn ich den wegmache, oder? Nee. Ich kann, wenn er bei mir auf dem Friedhof liegt, einen Cyberdrachen rufen. Aber der liegt ja nicht auf dem Friedhof, dank deinem blöden Magier. Ist gut, ne? Das ist sehr gut. Das habe ich gar nicht durchgelesen. So, dann nehme ich den hier wieder. Dann kann ich nämlich gleich noch einen anderen beschwören.
Finde ich gut, das Deck bisher. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich habe mir das bis unten gar nicht durchgelesen. Was wolltest du da für einen Effekt machen? Cybernetzwerk. Und dann? Eine Karte aus meinem Deck aus dem Spiel entfernen, damit ich sie rufen kann, wenn Cybernetzwerk das Spielfeld verlässt. Dann mache ich eben noch das hier. Bitte was? Liest du das gerade auch? Ich lese es mir gerade durch. ich sag unfair. Unfair sage ich da auch. Ich kann einfach jetzt einen dunklen Magier beschwören. Wollte ich eigentlich nächste Runde machen. Hast du den? Okay. Okay, du machst eine Fusion. Ja. Leider nur teilweise nützlich. Ich hätte das echt anders machen sollen. Obwohl, ich kann doch immer was machen. Ja, ich hätte es jetzt anders gemacht. Weil ich kann jetzt hier so machen. Ich weiß. Und dann hole ich den wieder. Ach shit. Ich hätte auch mit ewige Seele machen können. Ehrlich gesagt, habe ich auch damit gerechnet, dass du es mit ewige Seele machst. Nee. Ich kann auch mal einbußen. Und dann mache ich das hier. Dann mache ich auch noch ewige Seele, meinetwegen. So, hier, dankeschön. Wenn du die Ehenverteidigung machst, ne? Ja, es wäre ziemlich blöd, sie im Angriff zu haben. Die gehen da gar nicht mehr in den. Dingens rein. Der geht dann rein, nur wenn ich mit dem töte, ja. Super. Ja. Mach's jetzt wieder. Was? Nix. Das mache ich jetzt noch nicht.
Ach, du kannst den nicht zusammen machen, deswegen, ne? Nee, ich hatte gerade befürchtet, dass ich den nicht rufen kann. Woher weißt du das? Ich habe einfach eine von dir gewählt und die ewige Seele, weil sie deine Monster zerstört, wenn sie zerstört wird. Ja, aber weißt du, was hier liegt? Nein. Das wusste ich jetzt echt nicht. Da kann ich aber gar nichts mehr machen. Was ist das für eine Scheiße? Ich hätte Zwillingsdrache noch in Verteidigungsmodus machen sollen, für den Fall, dass du Spielkraft hast, aber hat ja, weißt du, was ich hier noch liegen hatte? Nein. Magier-Navigation. Hätte ich jetzt noch einen Magier auf der Hand gehabt, hätte ich beide wieder herholen können. Tja. Das mache ich nochmal so. Ach, jetzt sieht man hier Discord. Na? 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 Warum erinnert mich das an früher? So, was setzen wir da denn mal ein? Also, wir hätten zweimal Bärendeck. Man kennt's ja. Also, ich weiß, dass ich mit dem hier sehr gut abgehen kann. Deswegen nehme ich das. So, ich mach wieder auf. Schön, wie das hier oben hängt. Und nicht im Bild. Ist das gewollt? Ach so. Stein! 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 Ich bin ausgerutscht. Nein! Kriegst du auch ohnehin an. Okay, ich habe direkt eine unfaire Hand. So, was willst du denn machen? Nee. Es ist gemein. Willst du mich verarschen? Du setzt nichts anderes. Machen wir halt direkt so. Ich kann nichts anderes machen. Damit fange ich immer an, dass ich den benutze, um irgendwas anderes zu tun. Ach, ich kann nichts mehr noch mehr machen. Das ist das blöde. So, und solange der jetzt hier im Friedhof bleibt, bleibt alles gut. Ja. Denn dann kann ich dir so ziemlich alles wegmachen. Obwohl es jetzt schon wieder schwieriger wird, das alles wegzumachen. Weil es halt immer mehr wird. Finde ich auch interessant, dass du da nichts zusammen machst oder so. Das ist ein Level 3 und ein Level 5 Monster. Wie soll ich die zusammen machen? Keine Ahnung, so. Weiß ja nicht. Ja, dagegen habe ich was in der Hand. Das Blöde ist, wenn ich das halt wieder zerstöre, kannst du dann wieder den Dingens holen, ne? Yep. Ja, aber ist ja nicht so, als könnte ich den nicht zerstören, oder? Das ist leider gerade keine gute Situation für mich. Spiel safe. Nicht, dass du da noch durch was kriegst. Jetzt musst du es einfach selber zerstören.
Du willst damit jetzt irgendwas von mir verbannen? Nein. Was denn dann? Das ist alles, was ich machen kann. Du verbannst hier gar nichts. Einfach nur denken, dass du hier was verbannen willst. Hat's jetzt auch gebracht, ne? Weißt du, was ich machen kann? Beide zerstören. Nein. Nein? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Geh weg. Nochmal! Hä? Oh, weil ich 2-3 hab. Wurde das umgeändert? Naja. Das okay. Ist so richtig Noch eine Runde oder war es das dann erstmal für dich? Wir haben 2 gemacht. Okay. Jetzt können wir bei dir auch noch welche machen. Damit Leute zu dir kommen und sich das angucken, weil sie sich's bei mir angeguckt haben. Yeah. Ihr könnt voll meinen Hintergrund sehen vom Desktop. Ist der nicht toll? Guck mal, ich hab Sims 3. Und Dropzone, das wurde mir freundlicherweise geschenkt von den Entwicklern. Ich hab's nicht aufgenommen, obwohl sie mich darum gebeten haben. Ich hab's auch nicht gedownloadet, das ist eigentlich nur da. Okay. Ich glaube, ich habe das auf der Gamescom mal gesehen. Das sah eigentlich ganz interessant aus. Ja, gut, dann sollen wir sagen, bei den das nächste Video sehen wir bei dir. Okay. Ja, dann bye. Ciao und bis zum nächsten Mal.